Servus und herzlich willkommen zurück bei der Mission Money und vor allem dem Mission Money Weihnachtswahnsinn am heutigen Freitagnachmittag. Tja, wir wollen uns mal anschauen, warum eigentlich so viele Profis an der Börse sich schwer tun, den Markt zu schlagen. Wir wollen mal schauen, was wir alle vielleicht von Adam Monk in dem Zusammenhang lernen können und wie man es vielleicht besser machen kann. Und wir sind zurück mit unserem berühmt-berüchtigten Investment-Experiment. Auch wenn es ein paar ganz wenige Ausnahmen gibt, die meisten Fondsmanager weltweit schaffen es nicht, über mehrere Jahre den Markt zu schlagen. Egal wie groß der Apparat ist, den sie da haben, egal wie viele Experten sie haben, egal wie viel IT sie haben, sie schaffen es nicht. Einer, der es über viele Jahre geschafft hat, vor allem in den Nullerjahren, ist Adam Monk. Der hat eine ganz simple Methode, die ich euch jetzt gerade mal schnell vorstellen will. Der hat nämlich immer im Januar der Chicago Sun-Times 5 Aktien genannt, mit denen man, auf die man setzen sollte, sozusagen ein kleines Depot aus 5 Werten. Und am Ende des Jahres hat er immer einen ziemlich guten Schnitt gemacht. Die 4 Jahre zwischen 2003 und 2006 hat er eigentlich immer den Markt geschlagen, und zwar mit Renditen von 36-37%. Er hatte einen Ausreißer mit einer Rendite von 4%. Und selbst im Jahr der Finanzkrise 2008 ist er mit minus 14 deutlich besser unterwegs gewesen als der Marktdurchschnitt. Der eine oder andere wird die Geschichte natürlich kennen von Adam Monk, für die, die es nicht kennen. Unglücklicherweise gibt es kein großes Börsenbuch, in dem er erklären kann, warum und wie er es geschafft hat, immer 5 geile Aktien auszusuchen, die den Markt geschlagen haben. Der Hintergrund ist recht einfach. Adam Monk ist ein kleines Kapuzineräffchen. Und er hat für die Zeitung quasi, hat die Zeitung immer besucht, die Chicago Sun-Times, immer im Januar. Und dann hat man ihm einen Bleistift in die Hand gedrückt, das Wall Street Journal, den Kursteil daneben gelegt, und dann hat er 5 Aktien herausgesucht. Und das war der Zufall, und der hat ziemlich gut funktioniert. Experimente wie die gab es natürlich in den vergangenen Jahrzehnten zuhauf und richtig auch umfangreiche wissenschaftliche Studien dazu. Mal haben Affen mit Dartpfeilen auf Kursteile geschmissen oder man hat irgendwie anders versucht, den Zufall abzubilden und das auch in einer richtig breiten Masse, damit man auch so eine statistische Aussagekraft bekommt. Und das Ergebnis war doch meistens in der gleichen Richtung wie in unserem Fall von Adam Monk von der Chicago Sun-Times, denn der Zufall hat also etwas, was vollkommen willkürlich, ohne Rationalität, ohne Emotionen und Co. Zufall getroffen wurde, hat meistens mindestens mal nicht schlechter abgeschnitten, sehr oft sogar deutlich besser. Da kommt natürlich das alte Thema rein, Märkte sind recht effizient. Alles, was wir an Informationen kennen, ist in den Kursen enthalten, das wissen wir. Wir haben alle schon über Finanzmarkthypothesen uns hier unterhalten und darüber auch viel gelesen. Aber das Entscheidende ist natürlich, was morgen ist oder übermorgen ist, wo da die Kurse stehen. Das wissen wir nicht. So gesehen ist es also Zufall, denn wir wissen nicht, welche Daten da reinkommen und vor allem, wie sie bewertet werden. Dazu empfehle ich, wer das Buch noch nicht kennt, wer es noch nicht gelesen hat, A Random Walk Down Wall Street aus den 70er Jahren des Professors Makiel aus Princeton, war der, glaube ich, aus den 70er Jahren, ist immer mal wieder aktualisiert worden. Sehr spannend dazu als Lektüre, ist ja jetzt Weihnachtszeit, da hat man Zeit für sowas. Und die zentrale Botschaft dahinter, sowohl des Buches als auch das, was ich da hier so von mir gebe, ist eigentlich recht klar. Anleger, die eben nicht versuchen, kurzfristige Marktbewegungen vorherzusagen und sich danach eben auszurichten, werden im Großen und Ganzen auch nicht schlechter performen als Spekulanten, die eben genau das tun. Natürlich ist hier jetzt nicht die zentrale Botschaft, holt euch einen Dartpfeil und schmeißt auf den Kursteil und das sind die Aktien, die ihr nächstes Jahr zu kaufen habt, sondern es ist eher so ein, wie gesagt, eine Demutsübung zu zeigen, versucht nicht permanent schlauer zu sein als der Markt, denn wir sind es alle ja auch nicht. Und deswegen machen wir dieses kleine Gedankenexperiment hier seit einigen Jahren bei der Mission Money immer mal wieder, um auch zu sehen, stimmt denn das, was man da immer so aus der Zeitung entnimmt über diese ganzen alten Äffchen-Experimente, die es da gab. Und deswegen haben wir, vor 3 Jahren war es, angefangen, Random Depots zu basteln, sprich aus reinem Zufall. Das erste Mal haben wir das gemacht im Dezember 2020. Wir haben absolut willkürlich per reinem Zufall aus einer Liste aus 6.100 Schlag-mich-tot-Aktien
15 ausgewählt und daraus ein kleines Depot gebildet. Und das schauen wir jetzt mal an. Wir wollen ja auch mal sehen, viele haben danach gefragt, wie denn der ganze Mist so abgeschnitten hat. Und jetzt schauen wir uns mal das Random Depot Nummer 1 an. Wie gesagt, aus bisschen mehr als 6000 Werten haben wir 15 willkürlich ausgewählt und dann ein Depot draus gebildet und alle gleich gewichtet mit fiktiven 1000 Euro quasi pro Aktie. Naja, und jetzt nach 3 Jahren kann man sagen, es waren schon ein paar ganz ordentliche Verrecker mit dabei. Man muss natürlich auch sagen, dass wir viele Dinge ignoriert haben, die man normalerweise so tun sollte. Verrecker zum Beispiel konsequent rausschmeißen, Gewinner laufen lassen. Auch sowas wie Rebalancing hat natürlich nicht stattgefunden, sondern wir haben gesagt, wir nehmen 15 Werte, legen die dahin und dann schauen wir mal, was draus wird. Wie gesagt, ein paar Verrecker sind mit dabei. 6 von den 15 Werten sind jetzt auch nach 3 Jahren unterm Strich unter Einstandspreis und ein paar hat es recht ordentlich verrissen, wenn wir anschauen. Wir hatten hier so ein paar chinesische Werte drin mit minus 40%. Wir hatten eine Freddie Mac drin, die minus 73% gemacht hat. Auch so eine EasyJet vom Timing her quasi mit minus 50% war auch nicht so wahnsinnig dolle. Aber unterm Strich hat das Depot jetzt nach ziemlich genau 3 Jahren ein Plus geschafft in dieser statischen Form, wie wir es damals ausgelotet haben, von 17,4% sehen wir jetzt hier. Naja, auf den ersten Blick würde man sagen, ja, passt schon irgendwie, haut einen jetzt auch nicht so wahnsinnig vom Hocker. Schon okay. Ja. So, aber dann brauchen wir jetzt mal den großen Realitätscheck. Und zumindest ist es uns irgendwie nicht komplett wegverreckt sozusagen, wenn wir mal auf den Rest der Welt so schauen. In den 3 Jahren wäre Buy and Hold im S&P 500 tatsächlich besser gewesen mit einem Plus von knapp 23,6%, das ist hier oben die gelbe Linie. Wenn man aber, wir sind ja international gestreut, den MSCI World oder auch den All Country World, die großen Indizes, die alle immer so wahnsinnig beliebt, nimmt, daneben legt, dann muss man sagen, hat sich das Random Po tatsächlich deutlich besser geschlagen und auch sogar im Vergleich zum Nasdaq Composite Index ist das Random Depot tatsächlich ein Outperformer. Also ja, man findet immer Indizes oder Einzelaktien, die besser gelaufen sind als der Rest der Welt. Aber wie gesagt, im Vergleich zum weltweiten All-Country-World, MSCI oder auch MSCI World, hätte dieses Random Depot, das so komplett willkürlich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengewürfelt wurde, aus einem Haufen Nonsens 3-4 Prozentpunkte besser performt als ein globaler Aktienindiz. Tja, und jetzt wird es eigentlich ganz interessant, denn wir haben dieses Experiment noch einmal wiederholt. Der ein oder andere wird sich erinnern, mit einem zweiten Depot, weil wir sehen wollten, ob denn das wirklich auch Zufall war oder ob man da so langsam eine Serie draus machen kann. Und das zweite Depot schauen wir uns jetzt gerade mal an. Und wenn man sich nämlich mal gerade unser zweites Depot, diese 15 Werte anschaut, wir haben das Experiment, wie gesagt, gleichen Bedingungen wiederholt, einfach mal nur links auf die Namen schaut, muss man sagen, was für eine gequirlte Scheiße. Man möge mir diese Wortwahl verzeihen, aber im Leben wäre man nicht auf die Idee gekommen, diese Auswahl an Aktien zusammenzustöpseln. Es sind sehr, sehr viele Werte natürlich aus China in diesem Fall dabei, dann noch ein bisschen was aus Taiwan. Dann haben wir hier auch noch Virgin Galactic drin. Das ist natürlich auch nochmal Faktor Pech. Auch richtig scheiße gelaufen. Tja, und wenn man sich die Performance anschaut, wir haben das Depot aufgelegt im Dezember 2021, Anfang Dezember. Und in diesen 2 Jahren kommt, obwohl sehr viele asiatische oder in dem Fall auch chinesische Verrecke dabei sind, wir sehen es ja hier, mehrfach minus 40, minus 40, minus 80, nochmal minus 30, minus 35. Unterm Strich steht das Depot dennoch nach 2 Jahren bei knappen plus 2%. Tja, 2 Jahre und plus 2%, das reißt einen eigentlich noch viel weniger vom Hocker, das ist schon klar. Auch wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass das Jahr 2022 natürlich alles andere als ein gutes Börsenjahr war, sondern ein eher ziemlich beschissenes. Aber auch hier Probe aufs Exempel. Wie hat sich dieses zweite Random Depot nach 2 Jahren denn geschlagen im Vergleich zu den großen Indizes? Auch in diesem Fall hat sich das Random Depot ziemlich gut geschlagen. Es hat in dem Fall sogar auch den S&P 500 outperformed und auch die MSCI World und All Country World, die beide im Minus sind auf exakt 2 Monate Sicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Nasdaq, der im vergangenen Jahr etwas kräftiger korrigierte.
Tja, und auch dieses zweite Random Depot, das auf den ersten Blick eigentlich wirklich suboptimal aussieht, nennen wir es doch einfach mal so, hat tatsächlich sich sehr, sehr gut geschlagen. Denn in den 2 Jahren hat der S&P ein Plus von 1% gemacht, natürlich bedingt durch die Korrektur im Jahr davor. Und auch MSCI World, All Country World und auch Nasdaq sind auf 2 Jahre im Minus. Da sind also die plus 2%, so mager sie klingen mögen, eigentlich doch ein ziemlich gutes Ergebnis. So, also im Großen und Ganzen schlägt sich der Zufall schon ganz ordentlich die letzten 2, 3 Jahre. Und natürlich, aller guten Dinge sind 3. Wollen wir heute nochmal ein drittes Zufallsdepot, ein drittes Random Depot zusammen kreieren. Wir werden die anderen 2 natürlich nicht in den Mülleimer werfen, sondern in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder drauf schauen, wie sie sich so langfristig denn eigentlich schlagen. Das ist eigentlich viel interessanter als immer nur diese Einjahressicht, wie beispielsweise bei Adam Monk. So, und deswegen rühren wir jetzt ein neues Random Depot zusammen. Da hinten hinter der Kamera lümmelt am Boden Matze the Man auf dem Boden rum. Der hat sich eine Excel-Sheet gebastelt. Dieses Mal haben wir ein etwas breiteres Universum genommen, um auch Handelbarkeit irgendwie hinzuhalten. Er hat eine Liste von, ich gucke nach, 8074 Unternehmen. Wir haben genommen den MSCI World Emerging Markets, alles, was handelbar ist, mit 3.200 Werten. Wir haben den MSCI World drin mit 1.500 Werten und dann noch den MSCI World Small Cap, weil soll ja auch ein bisschen was Lustiges dabei sein, mit 3.400 Werten. Macht, wie gesagt, etwas mehr als 8.000 Werten. So, und der Zufall erzeugt, ich habe mir hier aufs Handy kurz so eine Zufallsgenerator-App runtergezogen, da schon mal voreingestellt, quasi 8.074 von 0 bis oder 1 bis 8.074. Ich werde dann also per Generator-App immer eine willkürliche Zahl raussuchen und die entsprechende Zeile in dieser 8.000er Excel-Liste ist dann das Unternehmen, das es ins Random Depot Nummer 3 schafft. So, Matze, bist du bereit da hinten? Bereit. Sehr schön. Dann erste Zahl mal generieren. Ist die 4818. Sehr schön. Number next. 4009. IT aus Korea. Es wird schon wieder vogelwild. Ich sehe es kommen. Number next. Relativ nah daneben. 3919. Eieieiei, das wird schon wieder vogelwild, ich sehe es kommen. So, Number Next 2090. Qatar Islamic Bank. Es kann nur wild werden. 3710 wäre die nächste. Wieder sowas, okay, interessant. So, 4506. Next Point aus. Ja, jetzt ist schon wieder sehr viel asiatisches Zeug dabei. 3542. Schuh, beim letzten war, glaube ich, auch schon so ein pharmazeutiges Pharma-Ding aus Asien drin. 5922. Genworth Financial. Genvi Generation. Immerhin mal nicht aus. 6219. 2574. Und dann haben wir, auch nochmal da hinten, 7069. Shangri-La, das Hotel kennt man. Und dann haben wir noch die 7756. 3805. Immobilien aus China ist doch auch das, was man jetzt im Moment unbedingt haben muss. Jetzt noch die 1582, 1582. Und dann haben wir noch die 1087, 1087. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz schnell im Überblick den Irrsinn an, den wir uns da gerade zusammen gebastelt haben. Da ist schon viel verrücktes Zeugs dabei. Asien, Immobilien, viel Taiwan. Da wollen wir mal hoffen, dass sich die geopolitische Lage nicht weiter instabilisiert in der Ecke. Sonst ist es schlecht für das Random Depot. Aber ehrlicherweise vor 2 Jahren, als wir das gebastelt haben, habe ich auch schon gesagt, dieses Mal wird es richtig in die Grütze gehen. Und es hat sich wieder mal bestätigt, nein, es passiert nicht. So, dann haben wir also Random Depot Nummer 3. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, bitte, bitte, auch wenn ihr nicht sehr von alleine drauf kommt, nicht all in gehen damit, mit 10er Hebel Haus und Hof verpfänden und diese 15 Aktien kaufen, die wir uns da gerade zusammengewürfelt haben. Das ist einfach ein bisschen Gedankenexperiment, um uns alle immer mal wieder ein bisschen auf die Realität, auf den Boden der Realität zurückzuholen und soll auch immer so ein bisschen neugierig machen, was alles funktioniert und was vielleicht manchmal gar nicht so gut funktioniert, von dem wir immer glauben, dass es wahnsinnig schlau und toll ist oder klingt. In diesem Sinne, vielen Dank
Dank. Für heute soll es das gewesen sein. Morgen ist Samstag, für alle, die es heute schon am Freitag sehen. Da kommt endlich unser Highlight von Anfang des Monats, beziehungsweise vom, wir haben am 29. hat es stattgefunden, unser Live-Event. Philipp Hondran und Volker Hellmeier. Das Video kommt morgen früh. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird ein richtig tolles Ding. Und dann nächste Woche haben wir noch das eine oder andere Schmankerl für euch im Mission Money Weihnachtswahnsinn. In diesem Sinne, schönen Abend und bis bald. Ciao.